Herzlichen Glückwunsch! Du bist jetzt Kandidat in unserer Show. Verwandelt es, wenn ihr könnt. Willkommen bei der Show Verwandelt es, wenn ihr könnt. Bei dieser beliebten Show geben wir alten Klamotten eine zweite Chance. Heute haben wir zwei Kandidaten, die sich auch schon sehr freuen. Das ist die erste Teilnehmerin, Cindy. Wir haben sie entdeckt, als sie ihre neue Erfindung benutzt hat. Es war ein Pullover mit einer Taschenlampe und einem Flaschenöffner. Näht ein Kunstlederstreifen an die Innenseite eines Pullovers. Befestigt das andere Ende des Streifens mit einem Druckknopf. Befestigt es auf beiden Seiten, hängt dann eine Taschenlampe an und ein Flaschenöffner mit einem Karabinerverschluss. Cindy, wir haben gehört, dass du aus einem alten Pelzmantel ein ausgestopftes Einhorn gemacht hast. Ist das wahr? Ja, man muss einfach sehr, sehr viel Glitzer benutzen. Okay, lasst uns fortfahren. Hier ist unsere zweite Teilnehmerin, Violet. Willkommen! Wir haben Violet zufällig auf der Straße gesehen. Wir fanden ihre riesige Tasche total außergewöhnlich. Sie wurde aus Hula-Hoop-Reifen hergestellt. Schneidet große Handtaschenteile aus dicker Pappe aus. Verfolgt sie auf Stoff. Schneidet die Teile mit etwas Spielraum aus. Wickelt die Pappstücke mit dem Stoff ein. Deckt dann die Rückseite der Stücke mit Papier ab. Verwendet jetzt zwei schwarze Hula-Hoops und klebt die Taschenstücke darauf. Fügt die Handtaschenklappe hinzu. Klebt auch einen Magnetverschluss an. Wow, was für eine Tasche! Violet, erzähl uns, wie du auf diese Idee mit der Handtasche gekommen bist. Also ich kam letztens von meinem Gymnastikkurs nach Hause und hatte nichts, wo ich meine Hula-Hoop-Reifen reinlegen konnte. Also habe ich einfach das Gegenteil getan. Ich habe die Tasche in die Reifen gesteckt, anstatt die Reifen in die Tasche zu stecken. Das ist eine super tolle Idee. Wir können es kaum erwarten, dich bei unserer Show dabei zu haben. Unsere Teilnehmer wurden bereits Freunde. Lasst uns anfangen. Kommt schon, Zeit für die erste Runde. Die Teilnehmer müssen etwas aus diesem Haufen alter Sachen raussuchen. Und sie müssen es in etwas verwandeln, das an den Beinen getragen werden kann. Und los geht's! Cindy nimmt einen alten Pullover. In was wird sie den Pullover wohl verwandeln? Und Violet nimmt einen sehr intimen Gegenstand raus. Ein BH. Die Aufgabe der ersten Runde besteht darin, eine Beinbekleidung zu kreieren. Es sieht so aus, als hätten unsere Teilnehmer bereits einige Ideen. Schneidet die Ärmel eines alten Pullovers ab. Klebt das abgeschnittene Ende nach innen. Befestigt dann ein breites Gummiband. Und Violet kreiert etwas Nützliches. Schneidet einen alten BH in der Mitte durch. Schneidet auch das Seitenteil ab. Klebt dann ein breites Gummiband an eine Hälfte. Schneidet dann das Klebeband durch und klebt Klettstücke an die Enden. Entfernt noch die Schleife und die Spitze. Schöne hohe Kniestrümpfe sind fertig. Und was hat meine Konkurrentin hergestellt? Wow, das sind Knieschoner. Es ist so einfach, aber doch sehr kreativ. Aber meine Knieschoner sind nicht nur ein Accessoire. Sie sind auch super nützlich. Sie werden meine kostbaren Knie schützen. Die Moderatorin wertet die erste Runde aus. Beide Ideen sind schon mal super. Bestimmt hat niemand damit gerechnet. Wir werden uns in die Zimmer der Teilnehmer schleichen und wir nehmen ihre Lieblingssachen weg. Wir haben Turnschuhe in Violets Zimmer gefunden. Und Staub bei Cindy. Das wird uns aber nicht aufhalten. Was sollen wir nehmen? Hier ist etwas. Wir nehmen die Decke.
In dieser Runde müssen unsere Teilnehmer ihre eigenen Sachen verwandeln. Benutzt meine Vorräte, Heißkleber und eine Schere. Die Zeit beginnt jetzt. Legt die Sneakersohlen auf Papier und zeichnet Rick und Morty darauf. Legt dann Backpapier darauf und beschichtet es mit Vaseline. Malt dann die Zeichnung mit farbigem Heißkleber aus. Verfolgt auch die Umrisse mit einem schwarzen Fineliner. Malt jetzt die Gesichter mit Acrylfarben. Und entfernt das Stück vom Backpapier. Klebt die Figur auf die Sohle. Beschichtet dann den Hintergrund mit glitzerndem Heißkleber. Meine Konkurrentin hat bereits angefangen zu arbeiten. Ich muss mir auch was einfallen lassen, um meine Decke zu verwandeln. Ein paar Turboschnitte und ich habe schon mal Ärmel. Ich brauche nur noch ein passendes Accessoire. Super! Meine Decke hat sich in eine luxuriöse Strickjacke verwandelt. Und Violet hat die lustigsten Sneakersohlen aller Zeiten. Hey, super gemacht! Schade, dass du in diesen Schuhen laufen musst. Und wer wird wohl diese Runde gewinnen? Zeit für die nächste Runde. Die Teilnehmer müssen eine Tasche herstellen. Sie können alles auswählen, was sie möchten. Verwandelt es in eine Tasche. Die Zeit beginnt jetzt. Hier sind so viele Sachen. Eine Einkaufstasche und ein Sneaker. Oder ein Regenschirm. Cindy kann ihren Regenschirm verwandeln. Schneidet einen alten Plastikordner in Teile. Schneidet auch eine Tasche aus. Schneidet dann den restlichen Streifen in zwei Hälften. Faltet es und schneidet es zurecht. Befestigt auch doppelseitiges Klebeband an den drei Rändern. Und befestigt es als Tasche am Regenschirm. Klebt auch ein Plastikstreifen als Lasche oben an. Fügt auch eine kleine Tasche hinzu. Cindy präsentiert stolz einen Regenschirm mit Taschen. Jetzt macht es mir nichts mehr aus, wenn es regnet. Meine Sachen sind in den Taschen geschützt. Und Violet kann nicht rausfinden, wie sie diese zwei unterschiedlichen Gegenstände verwenden kann. Sie muss halt mit dem arbeiten, was sie hat. Beschichtet die Sohle des Sneakers mit Textilfarbe und drückt die Sohle auf eine Stoffeinkaufstasche. Malt auch einen Rahmen und schneidet den Boden ab. Klebt stattdessen den Sneaker an. Verziert die Naht mit einem dünnen Lederstreifen. Fügt auch einen Titel mit Stofffarbe hinzu. Wow, nicht schlecht. Aber meine Kreation ist genauso gut. Das ist eine Tasche mit einer Schuhsohle für Shopping-Verrückte. Ihr könnt diese Tasche einfach auf den Boden legen und sie wird nicht schmutzig. Super, Mädels. Beide Taschen sind super praktisch. Was für ein tolles Ergebnis. Jetzt gibt es eine Überraschung. Was ist da drin? Ihr müsst einen Organizer für Kleinigkeiten aus diesen Sachen herstellen. Cindy hat Fäustlinge. Schneidet Filzteile für Taschen aus. Näht die Taschen an die Fäustlinge. Klebt dann eine elastische Schnur als Schlaufe auf die Klappe. Deckt dann den Kleber mit einem Filzkreis ab. Befestigt auch eine kleine Bommel als Knopf an der Tasche. Und Violet hat unsichtbare Kleider. Das wird sehr spannend. Oh, Entschuldigung. Unsere Moderatorin war wohl gerade ganz woanders. Und das ist für dich. Ein Lederhandschuh. Mach zuerst kleine Schnitte entlang der Nähte. Und näht eine Schließe an die Kante. Fügt auch eine Kette als Griff hinzu.
Die Teilnehmer sind bereit, ihre besten Ideen für diese Runde zu präsentieren. Fäustlinge mit Taschen und eine Handschuhhandtasche. Welcher Organizer kann wohl mehr Sachen aufbewahren? Und welcher sieht eleganter aus? Die Moderatorin wird es uns bald sagen. Die Teilnehmer diskutieren, wer wohl gewinnt. Aber nur die Stärkste gewinnt. Jetzt kommt die letzte Runde. Ich gebe euch meine kostbarste Sache. Es ist mein Lieblingspullover. Der Pulli wurde mit meinen Tränen bedeckt. Mädels, verschönert diesen armen, dreckigen Pullover. Wir haben keine Wahl. Wir müssen zusammenarbeiten. Mal sehen, was unsere Kandidaten zusammen schaffen können. Sammelt den Tüll mit einer Nadel auf. Und näht es an den Pullover, um die Flecken zu bedecken. Ja, wir sind fertig. Wir haben den Fleck mit Tüll bedeckt. Jetzt sieht dieser Pulli wie neu aus. Gute Arbeit! Und jetzt ist es Zeit, den Gewinner bekannt zu geben. Ihr habt beide einen tollen Job gemacht und viele Sachen verwandelt. Aber es kann nur einen Gewinner geben. Und zwar... Cindy! Yay! Und sie bekommt ein Geschenk. Ihren ungewöhnlichen, überarbeiteten Pulli. Was für ein unerwartetes Geschenk. Liebe Zuschauer, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. In der nächsten Folge wird der Gewinner einen Geldpreis erhalten. Wie fandet ihr unsere Show? Schreibt uns, welches Kleidungsstück ihr verwandeln würdet. Wollt ihr eine Handtasche aus einem Handschuh machen, einen Regenschirm mit Taschen oder Knieschoner aus einem BH? Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.